Der Liebling ist gestorben. Und was jetzt? Nun, wir arbeiten zum Glück mit einem sehr, sehr guten Tierbestatter zusammen. Wir haben über die Jahre eine gute Beziehung aufgebaut und diese Entscheidung, was mache ich jetzt mit meinem Liebling, ist die letzte wichtige Entscheidung nach der Entscheidung. Der Hund ist schwer krank. Ich muss mich dazu entscheiden, ihn einschläfern zu lassen. Oder, wenn wir Glück gehabt haben, er ist zu Hause eingeschlafen. Nun gerade, was passiert denn da mit meinem Liebling? Das ist eine so wichtige Frage und darum ist auch die Person, die sich dann darum kümmert, ist essentiell wichtig. Wir arbeiten mit dem lieben Herrn Hähnel von der Tierbestattung Engelspfoten zusammen und wir sind über die Jahre so zusammengewachsen, wir sind so zufrieden und wir kriegen auch durchaus nur positives Feedback von all unseren Patientenbesitzern, wie toll er das gemacht hat. Was passiert denn jetzt eigentlich nach dem Einschläfern? Zum Einschläfern habe ich da oben schon mal ein Video gemacht. Hier verlinke ich es nochmal. Das haben sich sehr viele mittlerweile angeschaut, weil einfach da, finde ich, in meinen Augen viel zu wenig aufgeklärt wird. Wenn der Liebling verstorben ist oder eingeschlafen ist, speichert euch vorher mal die Nummer. Niemand möchte sich, auch wir Menschen immer nicht, mit diesem Thema Tod beschäftigen. Aber wie groß ist der Schock, wenn wir diese Entscheidung dann kurzfristig fällen müssen, weil uns einfach die Situation völlig überrannt hat. Deshalb frühzeitig mit der Thematik auseinandersetzen, schon mal schauen, was gibt es für einen Tierbestatter in der Nähe, wenn man nicht wirklich selber den eigenen Garten hat. Wie gesagt, wir haben die Tierbestattung Engelspfoten an der Hand. Das heißt, mit denen können wir absprechen, wenn ein Tier in der Praxis eingeschläfert worden ist, dann holen die Tiere bei uns ab, je nachdem, ob wir eine Sammelverbrennung machen. Es gibt auch eine Einzelkremierung mit der Ascherückführung. Es gibt mittlerweile so viele Möglichkeiten, auch an Urnen, wenn die Besitzer sagen, ja, nee, aber hinstellen möchte ich das Tier nicht. Aber wir haben die Möglichkeit, die Asche verstreuen zu lassen. Das heißt, der Besitzer kann sich die Asche in einer speziellen Verstreuungsurne zurückkommen lassen, kann dann vielleicht das Lieblingstier an einem Lieblingsplatz, ja, verstreuen. Oder wenn es einen Lieblingsplatz im Garten gab, wenn der halt ganz, ganz klein ist, dann kann man dort eine Bestattungsurne verwenden, die sich komplett auflöst, aber man hat das Tier in seiner Nähe. Es gibt aber auch ganz, ganz viele Schmuckurnen für drinnen und draußen, sodass man das Mäuschen immer bei sich hat. Mittlerweile gibt es auch die Möglichkeiten, sich teilweise aus der Asche einen Diamanten machen zu lassen, viele Schmuckstücke, in die etwas Asche eingefüllt wird, ein Pfotenabdruck und viele, viele andere Erinnerungsstücke sind in so einem Fall möglich. Es ist aber essentiell, dass man wirklich dort eine Person des Vertrauens hat und dieses Vertrauen genießt der Herr Hähnel bei uns absolut. Also viele, viele Hundebesitzer sagen im Nachhinein, also der war so pietätvoll, der hätte sich so mancher Humanbestatter wirklich eine Scheibe abschneiden können. Nun, was passiert? Wir haben gestern zum Beispiel, habe ich bei sehr, sehr guten Stammkunden auch einen Hund zu Hause erlösen müssen, der einfach so alt war, der konnte nicht mehr, war inkontinent. Er konnte kaum noch laufen, Medikamente halfen nicht mehr. Und da der Hund jetzt auch das Fressen eingestellt hat, war dann die Entscheidung einfach richtig zu sagen, nee, der muss einfach nicht mehr leiden, der Arme. Wir haben es dann verabredet, einen festen Zeitpunkt. Die Familie hat dann 2-3 Stunden noch zur Verabschiedung eingeplant und dann wurde die Verabredung mit dem Tierbestatter getroffen, zu welchem Zeitpunkt er dann nach Hause kommt. Man kann dann und im Vorfeld wird dann die Beratung stattfinden, was genau möchte denn der Besitzer, was genau soll danach passieren, soll die Asche zurückgeführt werden oder soll die anonym verstreut werden und das wird alles dann beraten. Der Tierbestatter nimmt das Tier mit, sorgt für eine Verbrennung, sorgt dann für eine entsprechende Rückführung. Hier habe ich mal 2 Bilder bekommen, wie sowas hinterher aussieht, wie schön das auch gemacht wird und wie viel Mühe die sich dabei geben. Also wirklich, wirklich ganz toll. Also mein Rat immer an alle, informiert euch frühzeitig darüber. Nicht, dass man in dem Moment völlig von den Emotionen und auch von der Situation überfordert ist. Und ich hoffe natürlich, dass das weit, weit entfernt ist, diese Entscheidung für euch. Und dass ihr lange, lange Zeit und Spaß mit eurem Liebling habt. Aber irgendwann, jeder wird sterben, auch ich, irgendwann muss man sich mit dieser Situation mal auseinandersetzen. Und vielleicht ist es einfacher, eine Vorkehrung zu treffen, als wenn man dann erst hinterher sich drum kümmern muss, wenn es dann schon dran ist. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like da. Abonniere auch gerne den Kanal und aktiviere die Glocke, dann verpasst du nichts mehr.
Solche und andere Themen findest du auch in meinem VIP-Hunde-Gesundheitsclub, wo es halt natürlich primär erstmal um das ganze Leben vorher geht, damit dein Hund möglichst fit wird bis ins hohe Alter.